Hallo und herzlich willkommen an einem fantastischen Sonntagvormittag beim Fanzine Sunday Brunch. Heute Thema Forex, Krypto und Inflation. Wir haben einen sensationellen Gast heute bei uns. Er ist Experte, Coach und Berater für digitale Vermögenswerte und Geldkonzepte. Er ist Amazon Bestseller Autor. Ich werde jetzt als allererstes mal den Stefan noch schön reinholen, den leitenden Redakteur für das Fanzine Magazine. Und dann werden wir auch schon unseren Special Guest reinholen. Aber als erstes mal kurz den Stefan und dann erfahrt ihr, wen wir heute dabei haben. Hallihallo, lieber Stefan. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zum Sunday Brunch. Heute um 11 machen wir jetzt immer jede Woche. Und genau. Wir begrüßen heute Markus. Jürgen Wechsler, ich habe euch ja erzählt, er ist Experte, Coach, Berater. Er hat viele Bücher geschrieben, wird er nachher euch auch mal eins zeigen. Der Stefan, der sitzt im halb verschneiden Österreich heute im Homeoffice. Ich sitze hier in der Redaktion und aufgeschaltet haben wir nach Nürnberg zum Jürgen und den werden wir jetzt mal reinholen. Und dann stellen wir noch kurz die Konstellation um. Dann seht ihr nämlich auch, wo war es? So ist es richtig. Hallihallo, lieber Jürgen. Schön, dass du heute Morgen die Zeit gefunden hast, bei uns zu sein, bei einem neuen Fanzine Sunday Brunch. Jürgen, erzähl doch ein, zwei Sätze zu dir. Ja, herzlichen Dank erstmal an dich, Markus, und an Stefan, dass ich heute da sein kann und jedem interessante Informationen teilen kann mit allen. Ja, mein Name ist Jürgen Wechsler. Ich bin 48 Jahre alt, bin Ex-Investmentbanker gewesen und war dann führende Position. Ich war bei der Währungsbank Nummer 1. Damaligen. Wir hatten damals einen weltweiten Marktanteil von über 20%, also eine komplett weltbeherrschende Stellung, die damals vorhanden war. Und ja, da kriegt man auch viele Insider-Einblicke. Ja, und seit circa, ja, kann man sagen, 28 Jahren kümmere ich mich eben genau um das Thema speziell Geldsysteme, Geld- und Währungsmärkte. Das ist so mein Steckenpferd und wo eben dann auch 2016 die digitalen Vermögenswerte dazugekommen sind. Habe ich ja vorhin schon bei der Einleitung ein bisschen erzählt. Heute Thema Forex, Bitcoin und Inflation. Wir haben uns auch im Vorgespräch schon ein paar Punkte festgesetzt, was wir heute ein bisschen abarbeiten möchten. Viele kennen Forex vielleicht. Ja, es geht hier um Währungen. Für die, die jetzt irgendwo noch neu sind in der Finanzszene, dann natürlich klar Bitcoins, habt ihr alle schon davon gehört. Da gehen wir auch ein bisschen in die Materie rein, wo da vielleicht auch Parallelen sind, wie ihr auch vielleicht handeln könnt, wo da die Ansätze sind. Natürlich ganz klar, Inflation ist für alle ein Thema. Das haben wir jeden Tag, wenn ihr heute zur Tankstelle vorgeht. Wir haben Preise, da sind wir von den 5 Mark, die irgendwann mal in den 90er von den Grünen oder in den 80er schon von den Grünen gefordert wurden, sind wir nicht mehr weit weg. Das wären heute 2,50 Euro, also mit einem 1,80 Euro, 1,85 Euro, was wir teilweise die letzten Tage gesehen haben, sind wir da nicht mehr weit weg. Deshalb betrifft es uns alle, genauso wenn ihr heute in den Supermarkt geht, die Preise werden immer mehr, der Warenkorb bzw. der Einkaufswagen wird immer kleiner und da wollen wir heute auch mal ein bisschen drauf eingehen, auch Themen, ab wann es Sinn macht, vielleicht schon zu investieren, da braucht er keine hunderttausende Euro, sondern da geht es auch mit einem kleinen Geld. Aber, lieber Jürgen, erzähl doch mal so ein bisschen, was genau ist Forex und was ist Forex Trading? Also, vielleicht fangen wir mal an mit Währungen. Man hat jemand zu tun. Häufig ist es erstmal mit dem Urlaub. Also, wenn du dir vorstellst, du möchtest nach New York fliegen, und soweit es wieder geht mit der entsprechenden C-Sache, möchtest nach New York fliegen, möchtest da einen Shopping-Trip machen und gehst eben zur Bank und tauschst dort 1.000 Euro um und bekommst eben entsprechenden Gegenwert in US-Dollar-Scheinen ausgehändigt. Dann fliegst du rüber, dann gehst du ein bisschen shoppen mit deinen Scheinen und merkst aber, naja, eigentlich bist du mit der Kreditkarte gut durchgekommen, also kommst du wieder zurück, hast immer noch einiges an Dollarscheinen in der Hand, aber brauchst eigentlich jetzt wieder Euros und dann gehst du zur Bank, um die wieder umzutauschen.
Und jetzt kann man sagen, vielleicht kriegst du, wenn du jetzt die kaufst, musst du, was weiß ich, 1.000 Euro für 1.000 Euro, dass du kaufst. Und wenn du wieder zurücktauschst, dann hast du plötzlich 1.020 Euro in der Hand. Also jetzt hast du Gewinn gemacht, ohne viel dafür tun zu müssen. Du hast einmal eine Währung gekauft und dann wieder die Währung verkauft. Und das kann man eben systematisch machen, dass ich eben hier Währungen kaufe, wo ich glaube, die steigen und die dann wieder zum späteren Zeitpunkt verkaufe. Oder den umgekehrten Fall, es gibt Währungen, da denke ich, die werden schwächer werden, die verkaufe ich einfach und kaufe die dann später wieder günstiger zurück. Und aus der Differenz von diesen Kurswerten bekomme ich dann meinen Gewinn zum Beispiel daraus. Also es kann sein, dass der Urlaub macht, auch eben hier schon ein paar Währungsgewinne gemacht hat. Da hätte ich schon die erste Frage an dich. Persönlich, könntest du bezüglich der türkischen Lira, da hat man ja in der letzten Zeit gesehen, dass die Inflation mehr und mehr wird. Konntest du das für dich irgendwie nutzen oder hast du gesagt, türkische Lira, ich konzentriere mich lieber auf andere Währungen? Also türkische Lira habe ich momentan außen vor gelassen, weil die sehr stark politisch gesteuert ist und die ist auch, ja, man kann fast sagen, zu Recht, dass die angeschossen wird, weil wir haben ja knapp Zinsen von 14% circa in der türkischen Lira vom Leitzins her und haben aber gleichzeitig eine Inflation von fast 50%. Das heißt, die türkische Lira ist mit einer der Währungen mit der höchsten Geldentwertungen momentan weltweit. Ich bekomme nur 14% Zins, aber habe 50% Inflation. Das heißt, ich habe eine reale Rendite vom Geldwert her von minus 36%. Und wenn mein Geldwert so schrumpft, dann möchte ich das nicht in meiner Hand haben. Das möchte ich möglichst schnell wieder weggeben. Und das ist genau das, was derzeit auch passiert. Viele sehen erstmal diesen hohen Zins, wie auch viele andere Währungen. Wir kennen ja nur noch den Nullzins im Euroland. Die Türkei hat dann eben 14% Zins und viele sagen, wow, super, 14% Zins, das ist ja Wahnsinn, das möchte ich haben. Also es lockt natürlich erstmals Anleger an, aber die Gefahr ist einfach, dass ich gar nicht diesen Geldwert wieder rausbekomme. Jetzt hatte ich gelesen, dass die in der Türkei, ich sag mal, dafür ein bisschen geworben wird, dass die Bürger ihre türkischen Lira in Gold tauschen sollen. Was steckt dahinter? Also warum ruft eine Regierung oder Insiderkreisen zufolge, warum sagt eine Regierung, tauscht mal eure Währung in Gold? Was steckt da letztendlich für eine geldpolitische Entscheidung dahinter? Ja, im Prinzip lagert der Staat die Beschaffung von Gold aus in der Form. Also wenn ich Goldreserven aufbauen möchte als Staat, habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich kann es grundsätzlich mit meinen eigenen Währungsreserven machen. Ich kann zum Beispiel meine Dollarreserven umtauschen in Gold. Oder ich kann das meinem Volk machen lassen. Ich meine, die Türkei ist ja eh schon Gold seit langem ein Handelsgut. Auch schon in früheren Zeiten, als es mehrere Währungsreformen gab, war immer dann das Gold wieder noch da. Und damit habe ich als Staat immer ein Pfand, wo ich dann irgendwann sagen könnte, naja, jetzt muss ich eine neue Währung aufsetzen, aber ich brauche Sicherheiten dahinter. Und dann kann ich mir das entsprechend vom Volk holen in dem Moment. Oder eben vom Volk mir das verpfänden lassen, das Ganze. Also letztendlich ist es, dass ich, wenn ich eine Währungsreform machen muss, dass ich wieder eine Sicherheit bieten kann, damit ich wieder Vertrauen in eine Währung hineinbekomme. Also so war es klassisch dann. Und das kann also dort auch wieder der Fall sein in der Türkei. Kann man irgendwie auch sagen, dass es... Also es sind ja immer Handelspaare. Also das heißt, ich habe zum Beispiel Euro-Dollar oder Euro-türkische Lira. Was wird so generell am meisten gehandelt? Genau, also wir haben die ganz großen Währungen. Das ist so der US-Dollar als absoluter König, kann man sagen. Mhm. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, das ist ja die Zentralbank der Zentralbanken mit Sitz in Basel. Mhm. Die macht alle 3 Jahre eine große Analyse, welche Währungen werden denn umgesetzt. Und dort hat sich der US-Dollar herauskristallisiert. Der hat zum Beispiel momentan circa in 88% aller Transaktionen weltweit. Am Währungsmarkt ist der Dollar involviert. Mhm. Also das ist die absolute Königswährung derzeit noch. Deswegen auch diese weltbeherrschende Stellung des US-Dollars. Die USA sieht damit natürlich sehr viele Zahlungen, die weltweit stattfinden, und hat damit natürlich auch viele politische Einblicke. Danach kommt der Euro,
so als zweitgrößte Währung. Und dann haben wir eben auch den japanischen Yen als drittgrößte Währung. Der, vielleicht Euro, so ein Einblick, so knapp über 30% aller Transaktionen weltweit ist der Euro involviert. Also schon eine riesige Spanne. Und auch beim japanischen Yen, da sind wir dann schon eher in die 10% da drin. Also da geht es dann schnell nach unten. Dann haben wir das britische Pfund, ist noch eins der Hauptwährungen, die hier gehandelt werden. Und dann haben wir eben auch schon so die Rohstoffwährungen, Schweizer Franken noch mit dazu und die Rohstoffwährungen Australdollar, Neuseeland-Dollar und kanadischer Dollar. Also das sind so diese hauptsächlichen Währungen, die weltweit gehandelt werden vom Volumen. Aber es gibt auch interessante Nebenwerte, weil es gibt ja auch Länder, die haben höhere Verzinsung. Und die macht es eigentlich auch attraktiv, dass man da für eine Zeit lang investiert ist, um wieder Zinsen zu erhalten. Bei dem Forex-Handel, also dem Devisenhandel, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie, wenn du sagst, ich handle heute Devisen, wie funktioniert das? Also du musst ja jetzt nicht nach New York fliegen und hin und zurück, das Ganze geht ja ohne Flugzeug. Aber also wie funktioniert das? Natürlich online, aber sag mal, wie sind so deine Schritte? Ja, genau. Also das alles ist ja genauso wie viele andere Dinge am Finanzmarkt schon ja, digitalisiert. Und was vielleicht der Erste im Gedanken hat, ich gehe zu meiner Hausbank, ja, und mache da meine Währungsgeschäfte, kann ich nur sagen, keine gute Idee, ziemlich teuer, viel zu teuer. Also da Gewinne zu machen, ist dann schon wirklich schwierig aufgrund der hohen Gebühren, die bei den normalen Hausbanken anfallen. Und deswegen gibt es spezielle Währungsbanken, die werden Forex Broker genannt. Und diese stellen eben günstigere Konditionen zur Verfügung als die normalen Geschäftsbanken. Das ist teilweise Konditionen an 30stel, 50stel, 100stel von dem, was eine Geschäftsbank für die gleiche Transaktion verlangen würde. Also deswegen, es lohnt sich wirklich, dann hier eine spezialisierte Währungsbank, einen Forex-Broker zu nutzen für diese Transaktionen. Also das wäre praktisch da, so, da kann ich auch ein Demokonto machen. Das kann auch jeder gleich mal üben. Die haben alle Demokonten auch, so Spielgeldkonten, wo man das mal ausprobieren kann. Sie kann man sich anmelden, so der erste Schritt. Und dann kann ich da so einfach mal so 10.000 Euro zum Beispiel oder 5.000 Euro auf dieses Spielgeldkonto drauf buchen. Und dann mache ich meine Analyse, welche Währung kaufe ich denn und welche Währung verkaufe ich. Und dann kann ich das eingeben in meinen Computer und kann eben diesen Kauf machen. Und das Spannende ist jetzt dabei, der eine oder andere sagt, ah, Moment, wenn ich jetzt Dollar gegen Yen mache, zum Beispiel US-Dollar gegen japanischen Yen handle, dann brauche ich doch irgendwie, wenn ich US-Dollar kaufe, brauche ich doch Yen. Aber die habe ich doch gar nicht. Ja? Und das ist das Spannende, das ist auf sogenannter CFD-Basis, Contracts for Difference, also geht es nur um den Differenzausgleich. Das heißt, die Währungsbank leiht dir die Yen, dass du das Geschäft machen kannst. Ja, also deswegen kannst du eben auch Währungen handeln, die du überhaupt nicht bei dir hast, die du selber gar nicht hast. Aber du kannst von dieser Entwicklung profitieren. Und jetzt kann ich sagen, ich kaufe zum Beispiel den US-Dollar-Yen bei 114 Yen pro US-Dollar und dann steigt der auf 116 Yen pro US-Dollar und dann verkaufe ich den wieder. Ja, und den US-Dollar gegen Yen. Und dann habe ich zum Beispiel 2 Yen als Überschuss. Und das Schöne ist, wieder eine Funktionalität von der Währungsbank, die tauscht dann diese 2 Yen dir automatisch gleich um in deine Kontowährung. Und du kannst die Kontowährung auch führen in verschiedensten Währungen. Du kannst die in Euro haben, du kannst die in Schweizer Franken haben, in US-Dollar, im britischen Pfund, in Singapur-Dollar, in Hongkong-Dollar. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, hier den Währungsmarkt zu nutzen. Also du kannst einmal profitieren von deiner Kontowährung selbst und dann kannst du noch von den Preisschwankungen zwischen den verschiedenen Währungen auch noch profitieren. Wohlgemerkt mit einem sinnvollen Risikomanagement im Hintergrund. Ne, nicht, dass man sagt, ja, weil ich sag mal, anders als jetzt, wenn ich, um an dein Beispiel zu anzuknüpfen, ne, ich tausche das jetzt in US-Dollar und das kann ich ja dann als Privatperson auch liegen lassen. Ne, und das liegen lassen, das kostet halt
bei der Bank kostet, also auch bei den verschiedenen Brokern, kostet das natürlich eine Gebühr. Jetzt wird der eine oder andere sagen, na, die Gebühr, das kriege ich schon irgendwie hin. Aber wenn sich dieser Trade oder diese Handelsoption halt in die falsche Richtung entwickelt, dann kann das Ganze auch ganz schnell sehr teuer werden. Zum Glück ist ja, ich weiß nicht, das weißt du besser, irgendwann diese Nachschusspflicht weggefallen für private Anleger. Das heißt, also da kann, Jürgen, du gibst ja da auch Kurse in dem Bereich. Es ging ja jetzt erstmal nur darum, wie agiert man letztendlich. Wichtig ist natürlich, dass man dann ein vernünftiges Risikomanagement da im Hintergrund hat, dass man sagt, gut, meine Grundidee oder meine Handelsidee ist, der Kurs steigt, ja, und wenn er halt fällt, dann habe ich mir irgendwo ein Limit gesetzt, wo ich ausgestoppt werde und dann sage ich einfach, na gut, wenn der Trade nicht aufgeht, habe ich, keine Ahnung, 10 Euro verloren, wäre aufgegangen, hätte ich 20 gewonnen. Mhm. So zur Information, weil manchmal denkt man ja, hey, da ist eine coole Option und da will ich direkt rein. Gerade so der Anfänger, der sieht dann immer nur, oh, das kann gut funktionieren. Das, wenn man das mit System macht, funktioniert das auch. Aber, nicht aber, sondern man muss wissen, das Ganze ist letztendlich Statistik. Mhm. Ja, und Statistik mit positivem Erwartungswert ist unterm Jahr erfolgreich, aber der einzelne Handel, der ist ja nahezu bedeutungslos. Und da ist es eigentlich Schnuppe, geht der in Gewinn oder geht der in Verlust? Weil das ist, glaube ich, aus meiner Sicht immer das Problem, wenn Leute privat anfangen, ne, dass sie sagen, oh, ich habe da eine super coole Option und hier der und der, der macht da 30-40% im Monat mit oder im Jahr, keine Ahnung. Mhm. Ne? Und dann fangen sie an und machen 3 Trades und die gehen in die Hose. Ne, hätten sie 20 Trades gemacht, wären sie dann im Endeffekt doch im Gewinn gelandet. Aber wie gesagt, ich glaube, da kannst du bestimmt aus deinem Nähkästchen eine ganze Menge erzählen, was da an Emotionen los ist. Und ich schätze dich mal so ein, dass du absolut emotionslos handelst, oder? Ja, das sagen mir immer sehr viele nach dann, weil ich habe genau diesen Fokus. Also total wichtige Punkte hast du jetzt erwähnt, Stefan, nämlich das Thema Systematik und Risikomanagement. Das sind fast mit die zwei entscheidenden Faktoren. Und dann sozusagen kann ich auch viel cooler an die Sache rangehen, weil ansonsten komme ich in diese Emotionen rein, die du auch schon geschildert hast. Der Markt ist gegen mich. Oh, jetzt hat mich der Markt ausgestoppt und so. Und ah, wieder nicht passiert. Das taugt doch nichts. Ne? Also es sind ja so diese Dinge, die dann kommen. Aber wenn ich weiß, dass es ja eigentlich eine mathematische Funktion ist, die ich dort handle, dann kann ich das viel cooler machen, weil es hat ja nichts mit mir zu tun. Und wie du auch schon gesagt hast, der einzelne Trade hat für mich keinerlei Bedeutung. Ich mache hier mehrere hundert Geschäfte im Jahr, je Strategie. Und mir ist es egal, was beim Einzelnen rauskommt, weil ich einfach weiß, wenn ich systematisch immer das Gleiche mache, was ich tun soll, dann passiert es einfach. Und deswegen kann man da auch ziemlich cool dabei bleiben. Also ich persönlich, wir sind ja hier unter uns, ich kann nur sagen, ich bin noch ziemlich am Anfang und für mich ist das Ganze nicht emotionslos. Also theoretisch habe ich das verstanden, ja, aber wenn ich dann in dem Trade bin und es betrifft mich und mein Geld, ja, und es geht in die falsche Richtung, dann kann ich eben nicht sagen, Stefan, bleib entspannt, das ist Statistik, wenn das 100-mal machst, unterm Strich wird was überbleiben. Klappt in der Theorie gut, in der Praxis noch überhaupt nicht. Genau, jetzt hatten wir auch in der Einleitung schon das Thema Inflation. Da würde ich jetzt mal ganz kurz nochmal drauf eingehen. Das hatten wir auch bei unserem Vorgespräch. Also Sparer machen hohe Verluste. Warum macht der Staat nichts? Kannst du uns da dazu ein bisschen was sagen, warum da der Staat nicht dagegen steuert, dass praktisch der Sparer oder Normalverbraucher irgendwo wieder Zinsen bekommt, die auch tatsächlich vernünftig sind, beziehungsweise mehr kriegt als diesen Verlust von, na, momentan 5% Inflation, glaube ich. Mhm. Genau, dass das irgendwie zumindest auch das mal ausgeglichen wird, weil wir sind ja weit drunter. Genau, richtig. Also Inflation hat das sehr viel eben mit dem Geldwert zu tun. Und genau wie du schon gesagt hast, kann ich das ausgleichen. Wir hatten vorhin ja schon dieses Beispiel mit der türkischen Lira, wo ich einen hohen Zins habe, aber noch eine höhere Geldentwertung und damit einen negativen Realzins. Und ein negativer Realzins ist immer wie eine Sondersteuer auf mein Geld, kann man sagen. Ja. Und warum macht der Staat nichts? Der Staat sitzt sozusagen im anderen Boot.
Also der Staat hat Interessenskonflikte hier, und zwar massive gegenüber dem Sparer, wenn man sich das anschaut. Denn beim Staat ist es so, dass dann die Schulden entwertet werden. Also der Staat muss praktisch Nullzins momentan bezahlen, also sogar Negativzins, was er einnimmt. Und gleichzeitig sozusagen der Sparer verliert dann das Geld. Also beim Staat ist 5% Entschuldung. Jetzt könnte sagen der Staat, naja, jetzt habe ich wegen der ganzen C-Krise einen Haufen Schulden aufnehmen müssen. Jetzt mache ich eine Sondersteuer, eine Sonderumlage für diese 300 Milliarden, die ich damit in die Welt verschenkt habe. Ja? Und für diese 300 Milliarden, dann wären das wahrscheinlich pro Bürger mal schnell pro Kopf wirklich 4.000 bis 5.000 Euro bei 80 Millionen Einwohner, die dann jeder zusätzlich zahlen müsste an Steuern. Mhm. Ja. So, jetzt stell dir das mal vor, wenn du es deinem Volk sagst, ich habe hier Europa glücklich gemacht und dafür darf jetzt jeder von euch 4.000 bis 5.000 Euro einmalig mal mehr zahlen. Jetzt hatten wir bei der, nach der Wiedervereinigung gab es ja den Solidaritätszuschlag. Das war ja letztendlich sowas Ähnliches. Na, jetzt könnte man ja sagen, den einen lässt man wegfallen und dann nennt man das den C-Zuschlag und dann wird da ausgerechnet, wie viel, wenn man das auf 10 Jahre anlegt, wie viel Prozent wären das pro Jahr für den Bürger. Könnte man zum Beispiel machen. Genau, dass man es auf die Jahre verteilt, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und der Staat hat es einfacher gelöst. Er hat einfach die Inflation anspringen lassen. Und damit haben wir die 5% auf, ja, wir haben knapp 7 Billionen Geldvermögen in Deutschland. Können wir 7 Billionen, das heißt, es ist wie eine Sondersteuer von 350 Milliarden, die hier anfällt. Und gleichzeitig kann sich der Staat ja entschulden. Es gibt ja auch die offizielle Verschuldung, die explizite, die überall ausgewiesen ist, mit den Staatsanleihen etc. Und diese implizite, also was dort noch an Versprechen für die Zukunft drin sind. Und damit hat der Staat ungefähr, kann man sagen, über 300 Milliarden Sondersteuer gemacht. Und eigentlich müsste man ja den Ausgleich über den Zins bekommen, so war es historisch. Aber dazu bräuchten wir ja eine marktorientierte zentrale Steuerungseinheit, aber die haben wir ja nicht mit der EZB, sondern die EZB ist ja eine politisch gesteuerte. Da haben wir ja auch eine Politikerin oben als Chefin drauf. Das heißt, die wird ihren anderen Leuten hier nicht in den Rücken fallen. Und deswegen bekommen wir überall, weil wir hier ein Kartell der Zinsen haben, bekommen wir den Ausgleich nicht mehr. Also haben wir hier ein, wie soll ich sagen, eben einen Interessenskonflikt. Der zweite Interessenskonflikt ist bei den steigenden Preisen. Was kommt auf jeden Preis drauf beim Unternehmer? Der Unternehmer hat erstmal den Nettopreis und dann kommt die Mehrwertsteuer drauf. Und je mehr die Preise steigen, umso höher steigen die Mehrwertsteuer, was der Staat einnehmen kann. Also hat auch hier einen riesen Interessenskonflikt. Die Kasse des Staates füllt sich zu Lasten eben des Bürgers. Oder bei Energiepreisen ist es ja doppelt dann. Ja, da hat man ja die Mineralölsteuer und darauf ja nochmal die Umsatzsteuer. Also da kassiert er auch doppelt. Und momentan ist es ja auch, du hast ja mit dem Benzin erwähnt, das ist ja dann sehr stark Klimathema. Also ist ja gut, wenn der Preis vom Benzin steigt, weil dann wird er nicht mehr so viel gefahren und dann helfen wir der Umwelt damit. Ja, aber die meisten fahren ja auch nicht so aus dem Spaß rum, sondern weil sie eben zum Beispiel zur Arbeit müssen und Ähnliches. Ja? Mhm. Und die werden doppelt und dreifach belastet. Also wir haben hier mit der Inflation, mit dieser Geldentwertung einen hohen Interessenskonflikt vom Staat her. Der hat ganz andere Interessen als der Sparer. Und die meisten merken es jetzt vielleicht an der Tanke, aber viele merken es nicht zum Beispiel bei ihrer Geldanlage. Die gehen zur Bank und freuen sich, dass sie vielleicht noch 0% Zins nur bekommen, weil noch kein Negativzins, bekommen also das Geld wieder zurück, das sie eingezahlt haben, aber doch nur nominal. Also wir haben auch bei den Banken ein Fehlkonstrukt bei der Beratung. Die Beratung ist gut, wenn du dein Geld wieder zurückbekommst, und zwar nominal. Aber real verlierst du Geld, wenn du das Geld bei der Bank parkst. Aber wenn ich jetzt, also keine Ahnung, vor 10 Jahren 1.000 Euro oder vor 2 Jahren 1.000 Euro auf die Bank gebracht habe, hole ich ihm jetzt die 1.000 Euro wieder, dann würde jeder sagen, hey, ist doch super, ist ja nichts mit passiert, aber ich kann mir halt für 1.000 Euro einfach weniger Sachen kaufen, wie vor 2 Jahren.
Genau. Na, und gibt es, also ist keine rhetorische Frage, weil ich es nicht weiß, gibt es ähnliche Situationen, sag mal, im Weltgeschehen irgendwie in anderen Ländern, die das dann besser in den Griff bekommen haben? Und wenn ja, wie? Also das Thema ist, wir haben ja ein Kartell weltweit bekommen bei den Zentralbanken auf niedrige Zinsen. Also die Inflation ist nicht mehr so, wie soll ich sagen, die wird nicht mehr so beachtet. Wir haben früher fast weltweit überall positive Realzinsen gehabt. Das heißt, den Zins, den die Zentralbank festgelegt hat, abzüglich der Inflation war positiv. Wir haben also meistens Zinsen gehabt, die höher als die Inflation waren. Heute haben wir das fast weltweit umgekehrt. Das heißt, wir haben eine Abkehr von fast allen Zentralbanken weltweit vom Geldwert. Also es wird eine weltweite Geldentwertung angestoßen. Es gibt momentan bei den großen Ländern, gibt es eigentlich nur noch drei Länder, die einen positiven Überschuss haben. An erster Stelle ist China. Die haben über 2% noch positiven Realzins. Dann haben wir Brasilien haben wir noch. Und das dritte ist mir jetzt gerade entfallen, ne? Aber wir haben drei Stück momentan von den großen noch. Russland, genau, Russland hat noch auch noch einen Überschuss zwischen Zins und Inflation. Und alle anderen sind im Negativen. Und von den Einäugigen, sage ich mal noch, die also ein bisschen negativ haben, da ist Japan ganz oben. Also Japan ist derzeit noch ein gewisser Sicherheitsort. Und ja, die Schweiz liegt eigentlich auch noch ganz gut, muss man sagen. Ja. Und ansonsten, die großen Währungen schaut es katastrophal aus. Diese entwerten massiv derzeit. Also Großbritannien auch, minus 5% Realzins. USA, minus 7% Realzins. Also es ist Wahnsinn. Ja, also es gibt momentan kaum noch Notenbanken, die ihren eigentlichen Auftrag, den sie haben, den Geldwert zu schützen, nachgehen. Was kann ich dann jetzt praktisch mit Geldwerten machen bei dieser Entwertung? Genau. Also das eine ist eigentlich, was ich schon schauen muss, ich muss erstmal meine eigenen Anlagen überprüfen. Wo bekomme ich denn überhaupt noch Rendite über die Inflation? Weil auf dem Konto liegen lassen, das heißt, ich kriege schon mal garantiert 5% weniger raus. Das ist wie, wenn ich in was investiere, wo ich garantierte 5% Verlust mache. Ja, also diese Entscheidung geht momentan niemand ein, wenn er zum Beispiel einen Sparvertrag bei der Bank mit 0% hat, wo ein Jahr läuft. Ja. Und das heißt, ich muss für mich erstmal überprüfen, wo erreiche ich überhaupt mit meinem Kapital mehr als 5%? Und müsste jedenfalls umschichten, ja, in Möglichkeiten, wo ich mehr als 5% erreichen kann. Und ja, das sind wir im Prinzip auch bei der Geldwertsteuerung. Also, dass ich sage, ich nehme die Anlagen raus aus meinem Portfolio, die eben nicht mehr die Inflation ausgleichen können und gehe in Anlagen rein, die eben Möglichkeiten bieten, über der Inflationsrate rauszulaufen. Da haben wir dann eben die Dinge, vor allem Investivkapital. Das sind ja auch Themen, die ihr noch vertritt mit den Startups, wo ja noch höhere Renditen möglich sind überhaupt. Klar, habe ich auch die Risiken, aber wenn ich sie streue, habe ich ja wieder gutes Kapitalmöglichkeiten. Aber auch dann die Themen, dass ich zum Beispiel die Währungen aktiv handle, dass ich kaufe und verkaufe und aus den Gewinnen, aus den Differenzen Gewinne erziele. Und da komme ich eben auch über diese 5%-Marke durch dieses Teil. Also diese Zeit des passiven Investierens, des passiven Anlage ist vorbei. Weil die Notenbanken haben das Spiel umgekehrt und machen eine Geldentwertung. Und jetzt muss ich mich aktiv darum kümmern, um dieser Geldentwertung entgegenzustehen. Und wenn man es auch mal sieht bei den digitalen Währungen, wie zum Beispiel den Bitcoin, wie da die Geldwerte abgewertet haben, gegen Bitcoin, da sieht man es einfach. Oder auch gegen Gold, ja. Also ich muss mir was suchen, was meinen Geldwert erhält, weil sonst, was ist Geld? Geld ist ja gespeicherte Arbeitsenergie. Ja, also wir machen hier Geschäfte oder gehen arbeiten und da erfolgt dann ein Cashflow draus, ein Geldstrom. So, und jetzt diesen Geldstrom kann ich entweder gleich ausgeben oder, wie es ja meistens ist, wir wollen was sparen, wir wollen diese Arbeitsenergie konservieren. Das haben wir traditionell im Geldwert gemacht. Aber dieses Konzept funktioniert jetzt nicht mehr, weil wenn ich diese Arbeitsenergie in einem
hier mein Geld einfach speichern möchte, dann habe ich 5% Abschlag jedes Jahr. Macht nicht so viel Spaß. Ja? Alles ausgeben ist auch nicht so gut, weil sonst schaut es im Alter ganz schlimm aus. Ja? Also muss ich entsprechend diese gespeicherte Arbeitsenergie in was investieren, was mehr Knappheit hat oder dann mir eben ja diesen Geldwert weiter diese Arbeitsenergie gespeicherte weiter transportieren kann. Und das sind eben einmal Währungen, die ein bisschen mehr achten auf den Geldwert, und das zweite eben zum Beispiel Themen wie bei den digitalen Vermögenswerten, die hier ja meistens ja sogar Startups sind und dort eine hohe Rendite bieten können. Wie zum Beispiel Festgelder alleine oder halt Tagesgeldanlagen im US-Dollar-Bereich von 8%. Ja. Also das sind die Chancen und Möglichkeiten, die man dann da hat. Genau. Wo siehst du Parallelen zwischen Forex und Kryptowährungen? Was sind so die größten Parallelen? Und wie oder ab was für einer Summe zum Beispiel macht es jetzt auch Sinn, im Forex anzufangen? Also ich habe es vorhin ja schon gesagt, du brauchst keine hunderttausende Euro, sondern wo würdest du sagen, kann man mal ansetzen? Also ich meine, ganz klar, jetzt bei dir einen Kurs besuchen, dann hat man auch mal die ganzen Grundkenntnisse. Das werden wir dann auch irgendwann, oder was heißt irgendwann, werden wir dann nach dem Stream unten oder oben, je nachdem, wo der denn jetzt schaut oder wo der das Video dann anschaut, werden wir das verlinken. Aber wichtig ist ja auch mal zu wissen, ab wann kann ich hier was bewegen und wie realistisch ist es auch in einem vernünftigen oder überschaubaren Zeitfenster, ein gewisses Einkommen, ein Monatseinkommen, Jahreseinkommen mit Forex-Trading oder Bitcoin aufzubauen. Also zu der Größenordnung, man kann auch schon mal am Anfang, um die Technik zu erlernen, so mit 1.000 Euro starten. Ja, das ist einfach zum Technik erlernen. Mhm. Aber dann sage ich, ab 5.000 Euro aufwärts macht es Sinn. Weil dann merkst du Einzelne auch bei den Trades auf dem Konto. Also es muss praktisch immer so sein, dass man es irgendwo doch spürt. Ja, es darf jetzt nicht nur ein bisschen Spiel sein, sondern es ist ja ein Geschäft. Also Crypto-Trading, Forex-Trading, das muss man wie ein Geschäft behandeln. Und es muss dann zumindest so sein, dass es ein bisschen wehtut, wenn man doch mal was verliert. Ja. Aber nicht zu arg wehtun, dass man zu viel verlieren könnte. Ja? Einfach um so ein Bewusstsein zu bekommen. Und deswegen sage ich immer so, ab 5.000 Euro aufwärts ist für viele das dann sinnvoll zu machen. Weil dann sind die Beträge schon mal groß genug, dass ein Effekt da ist, aber auch groß genug, dass man vorsichtig ist. Sonst hat man das Risikomanagement schnell aus dem Auge verloren, wenn es nur Spielgeld wird. Ja. Ja, das wäre ja dann beim Demokonto, da sind dann viele, ja komm, ich hau jetzt da mal 100.000 rein, ist aber auch vielleicht ein bisschen gefährlich, wenn es dann gut geht, na, fünfmal gut gegangen, boah, ich bin gut, ich gehe jetzt einfach mal her, pack da 20.000 Euro, mein ganzes Erspartes rein, setz auf alles auf eine Karte und am Ende des Tages war es das dann. Ja? Also ich denke, das ist dann auch ein bisschen Vorsicht geboten, also 5.000 Euro, okay. Das ist ja gerade das, was man bei YouTube oft hat. Die Leute legen sich, ich sag mal, zwei Demokonten an. Ja, also jetzt quasi Tipp, wie kann man super Rendite auf dem Demokonto machen? Du legst dir ein Demokonto an, lädst das auf bis zum geht nicht mehr mit dem Demo, nimmst dir ein Wechselpaar raus und bei dem einen trägst du ein fallender Kurs, beim anderen steigender. Ein Konto wird auf jeden Fall sensationelle Gewinne einfahren und das posten die Leute dann. Ja, und wer sich dann damit nicht auskennt, der sagt, oh, guck mal hier, der hat mit einem Trade 8.000 Euro oder 10.000 Euro gemacht. Ja, natürlich, wäre es in die andere Richtung gegangen, sieht der Post genauso aus, weil er hätte das andere Demo-Konto genutzt. Deswegen zwischen Demo und Real, man ist ja dann auch in einer, gerade als Anfänger, in einer mehr oder weniger Stresssituation. Mhm. Man muss erstmal auch gucken, wo drücke ich da überall. Magst du noch ein bisschen kurz erzählen zu deinem Kurs? Was braucht man da für ein Vorwissen, wenn ich den Kurs absolviert habe? Was kann ich dann so in ein paar Sätzen, dass man ein bisschen Einblick hat, was man da
was da letztendlich Inhalt ist deiner Kurse oder deines Kurses. Also Vorkenntnisse brauchst du immer keine bei uns. Das ist also auch was, wir sind darauf spezialisiert, sozusagen Leute vom Punkt Null dahin zu führen, dass sie selbstständig etwas handeln können. Also unser Ding ist, dass wir Menschen in die Eigenständigkeit für ihre Gelder und Finanzen führen. Das ist unser Hauptziel immer. Und deswegen eben, man kann von Null starten. Wir erklären alle Grundbegriffe. Wir haben Videos immer drin. Das sind meistens dann so 40 bis 50 Videos. Jetzt keine Stundenvideos, sondern häufig so zwischen 3 Minuten und 20 Minuten ungefähr, um das schön verdauen zu können, immer die einzelnen Teile. Dort werden dann alle Grundbegriffe erklärt, weil es ist wie ein Forex-Führerschein, den wir machen. Da musst du ja auch erstmal kennenlernen, was sind denn diese Verkehrszeichen da? Oh, da ist eine rote Ampel, muss ich die beachten oder kann ich da einfach drüber fahren? Ne? Das, also all diese Dinge, diese Grundlagen werden alle erklärt in dem Kurs. Und dann gehen wir im nächsten Schritt über, was sind denn zum Beispiel die Währungsbanken? Wie funktionieren Währungsbanken? Wie wähle ich die auch aus? Also dann gehen wir im nächsten Punkt über, wie funktioniert denn Risiko- und Kapitalmanagement? Also wir bauen alles immer erstmal vom Risiko auf. Also es ist alles konservativ. Wir sind sehr konservativ, auch wenn man denkt, der Trading ist ja ganz so gefährlich und hochspekulativ, wie es manchmal angesehen wird. Aber wir betrachten das alles immer vom Risiko, weil wenn du das Risiko unter Kontrolle bekommst, dann kommen die Gewinne automatisch. Das ist letztendlich das Credo draus. Und deswegen zeigen wir auch, wie funktioniert das Risikomanagement. Beispielsweise, eins der größten Irrtümer, die Neulinge haben, es kommt nur auf die Trefferquote drauf an. Also das erleben wir immer wieder. Es kommt nur auf die Trefferquote drauf an, ob ich profitabel bin oder nicht. Es kommt aber vielmehr auf andere Funktionalitäten noch drauf an. Die Trefferquote ist nur ein Teil. Es gibt da so diese Erfolgsformel mit den einzelnen Bausteinen, wann ich einen Ertrag habe. Beispielsweise, wenn ich dann ein Chance-Risiko-Verhältnis habe von 3:1, dann kann ich auch unter 50% Trefferquote haben und bin immer noch profitabel. Und das eben zu verstehen, das wollen wir den Leuten zeigen, die schauen im Internet immer nur nach Konzepten, die eine hohe Trefferquote haben. Aber diese hohen Trefferquoten gehen einher mit hohen Abschlägen bei einzelnen Geschäften dann. Also die sammeln lauter kleine Gewinne und plötzlich kommt ein Riesenschlag rein. Also psychologisch der totale Horror. Ja. Und deswegen sagen wir, pass auf, es genügen immer Konzepte, wo ihr teilweise nur zwischen 40% und 60% Trefferquote habt, aber dafür eben ein schöneres Kontoergebnis dann erreicht. Also. Und das zeigen wir den Leuten und dann zeigen wir die Strategien. Also wir machen immer erst die Basis und dann zeigen wir den Leuten den Übergang in die Praxis, also wie man ein Konto eröffnet, dann entsprechend, wie man das einrichtet. Wir haben eine eigene Software dazu geschrieben auch, wo man das Risikomanagement machen kann, also wo man entsprechend dann seine Trades eintragen kann und wo auch die Signale angezeigt werden wird, wann gekauft wird und wann verkauft werden soll, damit mit dieser Software, die ist browserbasiert auch, das kann man also weltweit machen, egal wo man gerade ist, mit Internetanbindung und muss da nichts installiert werden und dann kann ich das eingeben. Und wir haben so viele Sachen da eingebaut, dass die Leute viele Fehler gar nicht machen können. Weil wir wissen ja, was machen die Leute für Fehler typischerweise? Was kommen dann für psychologische Dinge? Oh, der Trade schaut aber gut aus. Jetzt tue ich da mal das Risiko hochfahren und tue mehr in diesen Trade rein. Ja? Oh, es ist ja doof, jetzt ist er schlecht gegangen. Ja? Das geht bei uns nicht. Sondern wir stellen das Risikomanagement ein, zum Beispiel 1% maximales Risiko pro Trade. Und wenn der Ding mehr handeln will, das kann er nicht eingeben bei uns. Ja. Also es geht nicht. Sondern er hat sich für ein Risikomanagement entschieden und wir schauen, wie kann er dieses konsistent durchführen. Weil wir, genau wie du ja auch selber sagtest am Anfang, brauchst du die Systematik und das Risikomanagement. Ja. Und da sozusagen zwingen wir mit unserer Software die Leute dazu, das einzuhalten. Und damit schaffst du automatisch Erfolg. Ja. Regelwerk und Disziplin, ja. Genau. Genau. Scheitern viele dran, ja. Genau. So haben wir es praktisch immer aufgebaut, dass die Leute durchgeführt werden, auch mit Checklisten, mit Videos und dann mit praktischen Videos, wie das umgesetzt wird alles. Und dadurch, dass das so modulare Videos sind, kann ich letztendlich mein Lerntempo da selber bestimmen und dann mache ich irgendwie so eine Führerscheinprüfung bei euch oder bei dir. Genau. Und dann
dann kann ich am Markt aktiv werden. Okay. Mhm. Genau. Also die Strategien werden bei uns erst freigeschaltet, wenn die Prüfung absolviert ist. Aha. Okay. Sofort kann keiner die Strategien sehen, einfach auch aus diesem Grund heraus. Das ist eigentlich mehr ein Selbsttest. Das ist jetzt nicht, dass wir hier die Leute abfragen, sondern wir wollen wissen, haben die Leute die wesentlichen Faktoren verstanden, wenn sie dann im Live sind? Man kann auch vorher noch ein Demo handeln, das haben wir auch mit eingebaut. Aber wenn die live gehen wollen, haben die genau die wesentlichen Faktoren verstanden, um eben hier ertragreich das Ganze machen zu können. Als Selbsttest. Also auch hier wieder Qualitätsmanagement. Wie muss ich mir das wissen im Forex? Also ich weiß, ich mache selber viel mit Coins, Bitcoin und Co. Aber Forex ist doch ein bisschen ein Dings. Gibt es da feste Handelszeiten, wie jetzt bei Aktien? Oder kann ich einfach 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag kaufen, verkaufen, wie ich möchte? Wie läuft das Ganze ab? Genau. Also wir haben ja auch einen Kryptokurs entsprechend auch als Krypto-Trading-Akademie. Mhm. Da ist es 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Beim Forex-Kurs ist es so, da habe ich die Tage, die Werktage, Montag bis Freitag. Und es gibt aber auch so Haupthandelszeiten. Die Haupthandelszeit ist schon mal ab morgens circa 9 Uhr. Das ist die Eröffnung London. Also okay. London ist der größte weltweite Marktplatz für Währungen. Also von dort werden die meisten Transaktionen angestoßen. Circa 40% laut der Bank für internationalen Zahlungsausgleich werden alleine von London heraus aus angestoßen. Und damit ist es der Haupthandelsplatz. Und der zweitgrößte Handelsplatz ist USA. Das heißt also am Nachmittag, wenn die USA startet, kommt nochmal eine größere. Genau. Okay. Weil dann hast du ja die beiden größten Märkte gleichzeitig am Laufen. So und ab 17 Uhr flacht es ab, weil dann London rausgeht. Ne? Die tun dann langsam ihre Positionen beenden und dann ist das Hauptteil gelaufen vom Währungshandel. Ja? Beim Kryptohandel hast du ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche, da gibt es keine Schwerpunkthandelszeiten. Also deswegen, wir machen hauptsächlich Swing Trading, das heißt über mehrere Tage, dass es läuft. Und deswegen sagen wir, die Leute sollten bis 9 Uhr morgens ihre Positionen reingemacht haben, also eingegeben haben. Die brauchen es auch dann gar nicht mehr beobachten. Wir haben alles immer mit Stop-Loss und mit Take-Profit, also mit Verlustbegrenzung und mit Gewinnmitnahmeschwellen haben wir alles versehen. Also dann braucht man sich auch nicht mehr darum kümmern, weil es ist ja auch so ein Thema, die Leute beim Trading immer, oh, ich habe jetzt eine Position, mal schnell auf dem Handy nachschauen. Und jetzt bin ich gerade in der Arbeit auf der Toilette, jetzt schaue ich mal nach, wie ist denn auf meiner Position. Ja? Das braucht man nicht. Fire and forget, ja. Die Trades genau. Fire and forget reinsetzen, gar nicht mehr hingucken und dann Tagesende unterm Strich schauen, alles klar passt. Genau, und am nächsten Tag wieder. Also wir schauen immer, dass alles jeder in 15 bis 20 Minuten pro Tag erledigen kann. Und dann seinen anderen Sachen nachgehen kann. Also man braucht nicht immer den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu sitzen. Das geht auch schon viel entspannter und einfacher. Man hat nicht mehr so viele großen Unterschiede zum eigentlichen Daytrading von der Rendite her. Ja. Jetzt haben wir auch auf der Seite sehr viele News da dazu. Momentan ist ja die Ukraine-Krise. Inwieweit tun gerade solche Dinge Währungen beeinflussen beim Handeln? Also das heißt immer, politische Börsen haben kurze Beine, aber leider sind sie trotzdem da. Mhm. Also die Nachrichtenlage bewegt es eben, weil wir haben dann schnell eine Flucht von Risikoinstrumenten zu Sicherheitsinstrumenten. Also wenn ein Krieg ausbricht, dann haben wir eine Flucht in sicherere Währungen. Also erstmal, es gibt gewisse Fluchtburgen im Währungsmarkt, die sind immer der Yen und der Schweizer Franken, das sind die ersten. Und dann kommt noch der US-Dollar mit dazu, weil das die liquideste Währung ist. Weil dann geht es bei einer Krisensituation drum, kann ich jederzeit in eine Währung einsteigen, wieder aussteigen. Und dafür ist der Dollar da. Der Dollar ist eigentlich nicht so eine gute Währung, aber er ist einfach die liquideste und größte Währung, dass ich immer rein kann und immer raus kann, wenn sich die Krise wieder legen sollte. Mhm. Und ansonsten wird erstmal in Schweizer Franken und in japanischen Yen geflüchtet. Traditionell, weil das die Kreditwährungen über Jahrzehnte, die Kreditwährungen an den Währungsmärkten waren, aufgrund der niedrigen Zinsen, die die immer hatten. Und dann müssen diese Kredite zurückgezahlt werden.
Und nachdem man weiß, dass diese Kredite zwangsweise liquidiert werden, flüchten alle da rein und tun diesen Effekt noch weiter verstärken. Ja? Also deswegen, das sind dann so diese Fluchtburgen bei einer Krisensituation, die auftreten. Und damit werden natürlich auch die, ja, die Währungsbewegungen in der Zeit etwas zufälliger. Also zuvor habe ich immer ein klassisches Marktrauschen, also dass es immer gleich ist, wo die Leute ja, sich immer gleich ungefähr verhalten. Es sind ja psychologische Dinge, die da auch ablaufen, Strategien, die im Markt sind, also das kennt man. Aber sobald so eine Kriegssituation reinkommt, verändert sich das Marktverhalten. Und in dem Moment ist es auch ratsamer, etwas konservativer vorzugehen, also seine Positionsanzahl etwas nach unten zu fahren. Wie hat sich denn der, der Yen und der, die Schweizer Währung, der Franken, jetzt zur Ukraine-Krise bisher entwickelt? Also Schweizer Franken ist stärker geworden schon. Der Yen hat immer kurze Ausschläge nach unten gehabt, aber nachdem es dann nicht zum Einmarsch kam, hat sich das schnell wieder ausgeglichen. Also der geht momentan immer so kurz in die, ja, stärkt er sich und dann wird er wieder schwächer. Aber der Schweizer Franken hat schon einiges zugelegt zu den letzten Wochen. Das heißt, getreu so dem Marktgesetz, also wenn die Nachfrage steigt, steigt auch der Preis. Und dementsprechend, wenn die, die Kriegsangst oder die Angst vor dem Ausbruch wieder abnimmt, nehmen die Leute letztendlich die, ihr Geld, sag mal, wieder aus dem Schweizer Franken raus. Und dadurch würde dann der Preis wieder etwas fallen. Genau, richtig. Und es sind ja riesige Summen, die da bewegt werden. Ja? Also zum Beispiel im Forex-Markt sind es ja pro Tag der höchste Umsatz der Welt ist es auf den Märkten. 6,6 Billionen Dollar jeden Tag, also knapp 6 Billionen Euro, wird jeden Tag umgesetzt. Ja? Und wenn natürlich dann solche Großkapitalien in Bewegung geraten, dann können auch die Währungen sich stärker verändern hier. Weil es gibt ja Währungen, die sind ein größerer Währungsraum und da gibt es welche, die sind ein kleinerer Währungsraum, wie Schweizer Franken. Wenn alle durch eine kleine Tür raus wollen, dann wird es halt etwas eng. Ja, dann bestimmt der Preis das Ganze. Wie sind das? Forex-Trading gibt es ja schon Ewigkeiten. Bitcoin oder Kryptowährung gibt es noch nicht so lange. Das hat ja 2008, 2009 hat Bitcoin angefangen. Das war so der Punkt, wo ich das erste Mal selber mit Bitcoin in Verbindung kam. Damals bei Recherche zum Beitrag. Seit 2009 beschäftige ich mich auch selbst mit dem Bitcoin. Hat sich in den letzten, sagen wir mal, ja, 5, 6 Jahren ist ja ein bisschen mehr geworden, die ganze Kryptoszene. Oder ja, so 2014, 2013 hat es ja auch angefangen, dass es mehr Börsen gab, dass es auch drastisch mehr Währungen oder Coins, Token gab. Hat sich das ein bisschen verändert, dass man sieht, dass mehr Coins gehandelt werden oder mehr Kryptowährung gehandelt wird, dass viele auch vielleicht, die so ein bisschen, na, vielleicht noch vor 10, 15 Jahren in Forex irgendwo agiert haben, dass die vielleicht ein bisschen umgeschwenkt haben, also jetzt die nicht institutionellen Anleger, oder kann man da irgendwo eine Verbindung sehen? Ja, definitiv. Also da ist einiges rübergegangen vom Forex-Markt. Manche haben aber auch schnell Schiffbruch erlitten. Warum? Weil die im Forex-Markt haben die mit Hebeln gehandelt. Mhm. 10, 20, 30, 100. Und das Gleiche haben sie dann 1:1 übertragen auf den Kryptomarkt. Aber die Kryptowährungen, die schwanken ja viel mehr. Und deswegen hat es natürlich sehr schnell die Leute zerlegt, weil sie versucht haben, mit den gleichen Strategien dort erfolgreich zu werden. Aber das funktioniert vom Risikomanagement her gar nicht. Das heißt, ich muss erst mein Risikomanagement verändern und dann kann ich genau diesen Markt auch nutzen. Und aber der Markt ist für viele interessanter geworden als der Krypto, als der Forex-Markt. Mhm. Weil du höhere Schwankungen hast und wenn du das Risikomanagement auch wieder sauber machst, dann kannst du dort eben auch etliches an Chancen nochmal wahrnehmen. Du hast einfach mehr sagen wir, Währungspaare, die du da nochmal aktiv nutzen kannst, als am Forex-Markt. Weil da hast du ja die Majors, sagen wir, die großen 10 Währungspaare, wo du dann gegeneinander handeln kannst und dann wird es schon dünner in dem kürzeren Bereich. Mhm. Und da hast du im Kryptomarkt mehr Möglichkeiten und Chancen. Warum sind Kryptowährungen so volatil? Der Markt ist noch relativ klein und er ist vor allen Dingen herdengetrieben. Das heißt also,
wir haben auch etliche Leute drauf, die ganz einfach noch unerfahren sind in diesem Markt. Mhm. Und wenn eine schlechte Nachricht kommt, dann trifft eine Panik. Bitte? Panik, ja, genau. Panik aus, okay. Genau. Und es geht sehr, sehr schnell einfach gegenüber den anderen Märkten, die schon gefestigter sind. Mhm. Dort ist einfach die Nervosität höher. Und man muss auch sagen, dass natürlich jetzt die institutionellen Anleger das Ganze auch schon durchschaut haben und teilweise diese Marktpaniken auch herbeiführen. Weil man weiß ja dann, dass die Leute agieren. Also ich weiß, wenn ich den Preis drücke, dass da Neulinge mir die Coins viel günstiger geben. Man sieht es natürlich auch in Posts von Elon Musk, die durchaus manche Coins schon to the moon geschossen haben und am nächsten Tag gingen Posts in die andere Richtung. Dann war der Coin mal wieder um, keine Ahnung, 0,0000 viel Cent weniger wert. Jetzt ist es ja auch ein Thema, so langsam kommt das Thema Bitcoin. Ich meine, wir haben schon 2014, 15, 16, war es immer schon ein bisschen mehr in den Medien. So langsam kommt das Thema Kryptowährung. Viele wissen mittlerweile auch, es gibt nicht nur Bitcoin, weil für viele war Kryptowährung gleich Bitcoin, was anders gab es nicht. Ich meine, es ist natürlich immer klar, es ist ein Category Creator, ein bisschen auch wie Tembo. Taschentücher oder halt Stofftaschentücher, nicht Stofftaschentücher, Papiertaschentücher. Ja. Papiertaschentücher, sagt man Tembo, auch wenn sie nicht von Tembo sind. So ist bei den Coins ja auch ein bisschen mit dem Bitcoin. Da ist die Frage, wenn das Thema so langsam ein bisschen mehr in den Mainstream-Medien auftaucht, wie lange wird oder kann man das absehen, wie lange es dauern wird, bis die breite Masse das ein bisschen mehr wahrnimmt, bis dann auch vielleicht der Nachbar von nebenan sagt, okay, ich kaufe mir jetzt mal ein bisschen Bitcoin, bis Ethereum oder sonst irgendein Coin. Ja, also im Prinzip ist es ja alles wirklich eine Mediensache, wenn die breite Medienlandschaft das aufnimmt. Und momentan wird dann auch eher dagegen geschrieben. Gibt ja immer wieder diese Wellen, die dann durch den Markt gehen, wo die großen Presseorgane genau die gleichen Informationen schreiben über den Bitcoin. Teilweise sogar wortwörtlich, ist auch immer spannend zu sehen und dann gibt es halt die Abrutsche wieder. Aber das Ganze ändert sich langsam und zwar mit mehreren Faktoren. Wir haben jetzt immer mehr der Großanleger, der Großkapitalsammelstellen, die die Infrastruktur aufgebaut haben, damit leichter investiert werden kann. Oder jetzt auch die Sparkassen, die ja planen in Deutschland mit 50 Millionen Kontoinhabern. Wo dann sozusagen in die breite Masse dann eben Bitcoin-Investitionen wahrscheinlich möglich werden, jetzt eventuell dieses Jahr sogar schon oder im nächsten Jahr. Also es wird in breite Masse dadurch getragen, dass jetzt erstmal diese Infrastruktur aufgebaut wird, auch Thema Regulierung, dass das da überall mit reinläuft. Diese Infrastruktur ist jetzt größtenteils schon fertig. Ja? Und jetzt kommt dann das Marketing. Also erst immer Infrastruktur und dann kommt Marketing. Und das wollen wir wahrscheinlich so ab dem zweiten Halbjahr erleben, dass das immer positiv auch die Berichterstattung ist. Beispiel auch Binance, ja, die größte Kryptobörse, hat jetzt einen Anteil gekauft an Forbes. 200 Millionen Dollar haben die investiert in Forbes. Das heißt also, die Krypto-Leute haben sich jetzt angeguckt, wie machen das eigentlich die aus dem Aktienbereich? Wie machen die das aus dem Währungsbereich? Wie machen die das aus dem Unternehmensbereich, das positiv darüber berichtet wird, obwohl vielleicht die gleichen Risiken da sind, ja. Und dann haben die eben festgestellt, naja, das ist eigentlich fast alles nur mediengesteuert. Und weil dann zum Beispiel die bisherigen Kapitalsammelstellen, auch im Aktienbereich, kaufen sich halt Sendezeiten wo oder kaufen sich Anzeigebereiche etc. oder kaufen sich da entsprechend ein. Und dann haben jetzt einfach die Krypto-Leute beschlossen, okay, dann machen wir das halt auch. Und die werden sich jetzt sukzessive mit ihrem Geld, da ist sehr viel Geld auch da, also es sind ja hochprofitable Unternehmen, eine Binance hochprofitabel. Oder schaut euch Coinbase an, die ja an die Börse in den USA gegangen sind. Das sind ja die Zahlen öffentlich und das ist ja nicht mal die größte Börse. Was die an Kohle verdienen, es geht um Milliarden. Man hat kaum so profitable Banken überhaupt, wie die sind. So, und jetzt nehmen die das Geld her, die können es nicht mehr in ihre technische Infrastruktur investieren, so viel Geld. Also sagen sie, dann investiere ich das andere in Marketing, damit ich bekannter werde, damit es noch breiter geht.
Und deswegen werden die sich immer mehr in den Medienbereich einkaufen. Ja, wie es also auch andere Finanzinstitutionen gemacht haben oder auch in der Vergangenheit andere Bereiche. Und damit wird sich natürlich auch die Berichterstattung ändern. Also die großen Finanzinstitute sind drin, die brauchen auch, müssen auch positives Marketing reintun, damit dann bei denen die Produkte gekauft werden. Und die klassischen Kryptoanbieter kommen jetzt auch dann ins Marketing rein und werden damit die Stimmung schrittweise umdrehen. Ja, also wahrscheinlich in 2023 werden sich manche wundern, wurde jemals negativ berichtet über die Krypto? Weil plötzlich diese Meinung neu gestaltet wurde. Ja, ich denke, muss ja da ganz beipflichtig. Ich glaube, dass wenn die Sparkasse in Deutschland den Zugang ermöglicht, werden zumindest, weil die Sparkasse ja auch eine sehr große, sehr viel Werbung in Magazinen, im Fernsehen etc. pp. Ausspielt, wird die Berichterstattung dementsprechend schon auch gegeben sein. Genau. Das Ganze, was Markus jetzt gesagt hat, erinnert mich natürlich so ein bisschen, nicht, dass wir sowas durchleben wie am neuen Markt. Ne? Also wenn jetzt irgendwie Oma vom Sparkassenberater oder von irgendeinem Berater, ja hier Bitcoin, sieh das mal als irgendwie digitales Gold oder was auch immer. Ja, und dann sagt sie, du, ich probiere das mal aus, ich kaufe da ein bisschen was. Und die wird dann, wie im Fachbegriff halt irgendwie nicht die Hodlerin, ja, sondern die sitzt dann zu Hause und guckt jeden Tag in der örtlichen Zeitung den Kurs nach. Ja, und wenn sich das dann halt nicht so entwickelt, dann geht die vielleicht bei einer Schwankung von 40%, springt die raus. Und wir haben dann letztendlich sowas wie am neuen Markt früher. Damit musst du rechnen, Stefan. Das ist das Ziel des Ganzen immer, weil es geht um Finanzinstrumente und der Markt wird immer wieder gleich aufgebaut. Es gibt ja diese berühmten Marktzyklen. Erst kommt sozusagen das Smart Money, dann kommt das Big Money, das erlebt man jetzt, wo das große Geld einsteigt. Dann kommt das Dump Money und dann kommt das Dumper Money. Ja? Und das ist immer dieser Zyklus, der hier auftaucht, wenn irgendwelche Finanzinstrumente neuartig eingeführt werden. Und deswegen werden wir erst noch einen Aufschwung großen bekommen. Und da steigt dann eben, wenn du es wieder hörst, der Taxifahrer sagt, du musst Bitcoin haben. Beim Friseur gibt es kein anderes Thema mehr. Dann kommt irgendwann dieses Kippen. Dann kommt ein Rieseneinbruch, obwohl die Technologie immer noch gleich ist, immer noch positiv alles. Aber dann kommt nochmal der Einbruch, weil dann haben die großen Institutionen ihre Bestände eben an den Kleinanleger abgegeben. Ja, aber vorher werden wir noch erst diesen Aufschwung haben, bis eben das Ganze wieder stärker drin ist, genau wie beim neuen Markt, bis sich es in die ganz große Breite getragen hat. Da brauchst du halt ungefähr 2-3 Jahre. Das heißt, rechne dann mal so 2024, 2025, dass du mal einen Rieseneinbruch hast und total viele Privatanleger Schiffbruch erleiden, dass sie das Zeug echt nicht mehr anpacken wollen. Ja? Aber zuvor hast du eben ganz große Gewinnmöglichkeiten. Das ist ein guter Punkt. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem institutionellen Händler gesprochen und habe den gefragt, was er vom Bitcoin hält. Und mich würde deine Meinung interessieren. Also seine Meinung war, also er kann das nachvollziehen, er sieht da auch in dieser ganzen Kryptoszene, in dem Digitalen, großes Potenzial. Er handelt den Bitcoin aus dem Grund nicht, weil wenn jetzt morgen eine andere Kryptowährung auf den Markt kommt, die einfach sagt, wir nutzen für unser Mining, ich sage jetzt mal 100% Sonnenstrom oder alternative Energien, ja, dann hätte er einfach Sorge, dass zu schnell die Leute im Hinblick auf dieses ganze Klimathema auf diesen neuen Coin sich fokussieren und sag mal so wie derjenige, der heute mit einem alten Diesel und einer schwarzen Wolke dann abgestraft wird, ja, dass die Leute einfach sagen, okay, Bitcoin ist zwar hier so der Ursprung gewesen, war ganz cool, aber wir brauchen jetzt was klimagerecht ist und dann greifen wir halt auf diesen neuen Coin, der zu 100% aus regenerativen Energien entspricht. Was ist denn deine Meinung dazu? Ja, ich glaube, er hat nicht ganz das Konzept verstanden. Also was eigentlich von den Themen ist. Also A ist schon mal, der Bitcoin ist ja auch vom Energiemix, was er bisher hat, umweltfreundlicher als alle anderen Staaten auf der Welt. Ja, also wenn man mal anschaut, wie der Energiemix Bundesrepublik Deutschland ist, dann wären wir Umweltschweine gegenüber Bitcoin. Also Bitcoin hat schon viel mehr aus regenerativen Energien als zum Beispiel Deutschland.
Genauso auch braucht Bitcoin als Finanzsystem viel weniger Energie als das bisherige Finanzsystem. Also wir könnten ja mit dem Kryptomarkt, kannst du eigentlich 95% der Banken abschalten. Wenn das mal komplett durchgedacht ist, brauchst du die meisten Banken überhaupt nicht mehr. Die sind außen vor Geschäftsbanken, sind eigentlich zwecklos dann. Das heißt, wir können hier enorm viel Energie einsparen mit der Systematik. So, und das heißt auch, dass wir Bitcoin immer grüner bekommen. Das wird sowieso stattfinden jetzt. Also es wird immer mehr Umweltmining stattfinden. Wenn die normalen fossilen Energie im Preis steigen, die grünen Energien, die werden dadurch relativ günstiger. Und damit wird eh alles Richtung der grünen Energien fließen, weil die fossilen einfach zu teuer werden. Ja? Also dieser Effekt kommt sowieso. Das heißt, Bitcoin wird eh grüner. So, und was ist der große Wert dahinter eigentlich? Der große Wert ist das Netzwerk, dieses Vertrauensnetzwerk hinter Bitcoin. Und das kannst du nicht von heute auf morgen einfach nachbauen. Ja. Also selbst wenn du einen grünen Coin machst, das heißt es nicht, dass das dann sofort da ist, weil ganz andere Faktoren da noch mit reinspielen an das Ganze. Und du hast ja auch schon Konzepte, die sehr viel grüner sind auch und trotzdem können die sich eben nicht durchsetzen in dem Ganzen. Und ich glaube, was immer noch im Kopf auch drin ist, ist dieses Thema Kryptowährung. Aber die meisten Coins sind keine Währungen. Die haben keine Währungsfunktion, sondern die meisten sind Startup. Die meisten Coins sind eigentlich Startup-Unternehmen. Du tust dich an Geschäftsmodellen beteiligen. Und wenn diese Geschäftsmodelle keinen Cashflow produzieren, dann steigen die auch nicht langfristig im Preis. Das ist wie bei jedem Unternehmen. Also wir haben hier eigentlich ein Ökosystem. Wir haben ein paar, die eine Währungsfunktion, eine Zahlungsfunktion ausüben können. Ähnlich wie Gutscheine irgendwo, wenn du Meisel More oder Payback-Punkte hast. Ja, das sind ja auch Zahlungsmittel. Ähnlich hast du es da auch in dem Segment. Und dann hast du dann eben viel Bereiche, die ja Beteiligungen sind. Startup. Also du kannst eben nicht erst den abgenagten Knochen von den Investoren bekommen, wenn die irgendwann an den Aktienmarkt gehen, sondern kannst dich viel früher beteiligen an Startup-Unternehmen in diesem Kryptosegment. Und Bitcoin ist einfach das größte und stabilste Netzwerk und wird halt immer vorne hingestellt als die größte Umweltsau. Aber wenn man mal den Energiemix anschaut, ist der viel besser als bei den meisten anderen Finanzindustrien. Wer geht schon zu seiner Bank und sagt, hey, sagt mir mal, wie ist denn euer Energiemix? Seid ihr schon 100% grün? Überleg mal, geh mal zur Deutschen Bank, zur Sparkasse, zur Raiffeisenbank und lass dir mal denen zeigen, wie viel die schon grüne Energie haben. Und wir haben nicht alles grüne Energie. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ich denke auch, sag mal, die New Yorker Börse, die Börse in Frankfurt, das sind ja da Rechenzentrum oder doppelte Rechenzentrum im Hintergrund, die laufen ja auch nicht irgendwie nur mit Luft. Ne? Also das hat irgendwie die letzten Jahrzehnte hat, glaube ich, niemand das Thema angesprochen, dass einer gesagt hat, ja, was werden da für Rechenoperationen ausgeführt, damit ihr handeln könnt, egal ob jetzt mit Bank oder mit Online-Banking. Und das kam jetzt irgendwie nur, wie du sagtest, so durch den Bitcoin irgendwie zur Sprache. Ne? Aber es reflektiert gar keiner, dass die normalen Börsen ja auch ein bisschen Energie brauchen, was nicht gerade wenig ist. Ja, sehr guter Punkt. Hm. Ja, so, dann zum Ende hin habe ich noch eine ganz wichtige Frage. Ich habe es im Eingang schon erzählt. Der Jürgen ist Bestseller-Autor auf Amazon. Du hast ein Buch mitgebracht. Das zeigst du mal kurz in die Kamera, dass ihr das auch mal sehen könnt. Das werden wir euch nämlich auch noch verlinken, passives Einkommen mit Forex. Das ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema. So früher hat man bisher immer gesagt, oder viele sagen ja, die Erfolgreichen, die reichen Menschen, die haben viele Bücher, die anderen haben große Fernseher oder große Monitore irgendwo im Wohnzimmer stehen. Ich glaube, heute hat sich's ein bisschen verändert. So das Thema nur lesen, glaube ich, das stammt noch aus einer Zeit, als es wirklich Zeitungen, Bücher so das die Hauptinformationsquellen waren. Deswegen macht ihr ja selber auch viele Streams auf YouTube und auf Facebook, glaube ich, ja, und auch eure Seminare und Workshops, was ihr da habt. Also das Thema hat sich ja ein bisschen auch verschoben.
Aber zum einen werden wir dein Buch oder deine Bücher werden wir unten auch noch verlinken mit zu Amazon. Dann könnt ihr das Buch auch dort bestellen. Und was gibt es sonst vielleicht noch an Büchern, wo du selber sagst, da habe ich mir Informationen rausgeholt, die kann ich irgendwo mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Mein Buch ist nicht gleich Buch, also ich kann natürlich auch da irgendwie, ich habe vor Jahren einen Trainer kennengelernt, der hat gesagt, okay, ich wollte halt unbedingt ein Buch schreiben, ich bin kein Autor, ich habe halt 60 Seiten gemacht und mal ein bisschen was hingeschrieben, dass ich halt ein Buch habe, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen, was hat dir persönlich vielleicht weitergeholfen, um das Thema mehr zu verstehen, um da noch ein bisschen Informationen zu ziehen? Ja, da, also beim Forex-Bereich ist es schwierig, weil es kaum Bücher gibt. Das ist okay. Spannend. Also es gibt zwar, ja, ich sag mal so, leider gibt es so viele zusammengestückelte Bücher, habe ich festgestellt. Also es schreiben kaum welche, die ja das Grundverständnis haben dazu, sondern es sind meistens so Marketingbroschüren gewesen, habe ich festgestellt. Es gibt, okay. Also für den Forex-Markt gibt es kaum Bücher, die auf eine größere fundamentale Sache aufsetzen. Also es gibt, ich muss selber schon mal ein amerikanisches, ob ich es jetzt gleich mein Bücherregal sehe, genau. The Sensible Guide to Forex zum Beispiel. Also die haben das ganz gut mal geschrieben gehabt, auch fundamentaler alles schön ausgedrückt, die ganzen Themen. Aber ansonsten leider muss ich sagen, deswegen habe ich auch ein eigenes Buch geschrieben dann, weil ich festgestellt habe, in dem Bereich hat keiner geschrieben oder kaum jemand geschrieben überhaupt, der aus diesem Grundbereich überhaupt kommt, sondern die haben sich ein paar Dinge aus dem Internet zusammengestückelt und dann merkt man auch, wenn man die liest, da sind Fehler drin. Also es sind einfach Fehler drin, weil ein Gesamtverständnis nicht vorhanden ist. Ja. Also das Best of Marketing-Broschüren, sagst du, ja? Ja, genau. Also das hat auch, glaube ich, der Autor nicht geschrieben, der da oben drauf steht, ne? Sondern das ist dann teilweise auch von einem Textbroker oder sowas erstellt worden. Ne? Das merkst du einfach, wenn du das liest, dass da leider fundamentale Zusammenhänge nicht richtig dargestellt sind. Also, dass derjenige nicht aus dem Markt kommt. Das siehst du dann einfach. Ja. Und das ist ein Problem beim Forex-Markt einfach. Ja, und die meiste Literatur ist halt auch Englisch, also im Forex-Markt. Okay. Ansonsten halt kann man auch, sagen wir, wenn es auch ums Thema Trading geht, auch klassische Psychologiebücher nehmen, auch 7 Wege zur Effektivität oder ähnliche von Stephen Covey und solche Themen. Die helfen einem auch weiter im Trading. Ja. Weil da geht es ja auch wieder um Disziplin, um Plan und Durchführung. Ich glaube, dass das Disziplin schon ein sehr großes Thema ist. Also Stefan hat es ja angesprochen, dass dann, wenn mal der Markt ein bisschen einbricht, dass die Leute dann wieder nervös werden, verkaufen, anstatt dann einfach zu sagen, okay, ich sitze das jetzt einfach aus. Wir hatten es ja, wenn man mal die letzten 7 Jahre gerade mit Bitcoin anschaut, was da Hochtiefs waren. Und es waren ja immer auch mal ein Jahr drin, wo nur eine Seitwärtsbewegung war, wo nicht wirklich irgendwo ein Wachstum drin war. Und so ein Wachstum, was wir jetzt letztes Jahr hatten, wo man dann sagen konnte, so von Januar bis Mai oder bis Ende April war ein wahnsinniges Wachstum. Dann war mal schön ein Rücksetzer, ich glaube, am letzten Sonntag. Im April waren es ein ziemlicher Rücksetzer und dann ging es wieder bis Mitte oder bis 17., 18. Mai ging es wieder steil bergauf und dann war nochmal ein Datscher drin. Ich glaube, das muss man halt einfach ein bisschen irgendwo aussetzen. Dann muss man sagen, okay, muss man mal schauen, was die letzten 10 Jahre überhaupt passiert ist und das vielleicht auch dann gerade über die Medien kommunizieren. Also man ist natürlich klar bei uns ein Thema und wir haben uns ja auch ein bisschen so das Thema gesetzt, dass wir neue Leute abholen, also die jetzt Erstkontakt. Deswegen sind wir ja auch in unserem Livestream jetzt ein bisschen mehr darauf eingegangen, so auf die Basics. Denn wenn die Leute ein bisschen Geschmack gefunden haben oder sagen, okay, das interessiert mich mehr, dann sollen sie zu dir gehen, einen Workshop machen, den wir dann auch unten oder oben dann halt, wie gesagt, verlinkt haben, um einfach wirklich die Informationen zu kriegen, das richtig zu machen.
Aber die Grundinformationen wollen wir halt ein bisschen weitergeben, die Leute ein bisschen rannehmen. Wir arbeiten im Hintergrund dran auch mit so einer Art Glossar, wo wir die ganzen Fachbegriffe beschreiben, wo wir die einzelnen Coins mit reinnehmen, wo wir dann jeder Coin, wann ist er entstanden, was für eine Funktion hat er und so, und auch ein bisschen Charts noch mit reinnehmen. Da haben wir ein super geiles Tool auch mittlerweile für Aktien. Und ich glaube, dass das auch dann wichtig ist, da draußen das zu verstehen, dass es auch Jahre gibt halt, wo so eine Seitwärtsbewegung drin ist. Das passiert halt einfach. Genau, genau. Und die kann man auch nutzen. Weil es gibt ja dann auch Möglichkeiten, es gibt mal Aufschwünge, Abschwünge, und das kannst du ja alles nutzen. Deswegen sagen wir ja auch, das kann ich mit Trading nutzen, auch über mehrere Wochen hinweg, also in Zyklen eben, dass ich das investiere. Man muss ja auch sehen, jetzt, also der Markt verläuft ja immer irgendwie, es gibt Bewegung und dann gibt es Korrekturen. Ja, und wenn man will natürlich keiner hören, ja, der gerade ein Bitcoin oder so gekauft hat beim Höchststand. Aber wenn man sich anguckt, wie hat sich der Kurs in den letzten Monaten und Jahren entwickelt, ja, mit was für einem brutalen Wachstum, da ist dann diese Rücksetzer, die sind alle noch im, sag mal, im völlig normalen Bereich. Ne? Natürlich, klar, wenn ich das gerade jetzt kaufe und dann fällt das irgendwie 30%, wenn ich mir aber angucke, wenn ich von Anfang an oder über irgendwie Jahre jetzt dabei gewesen wäre, und hätte die vor 3 Jahren gekauft, dann würde ich jetzt sagen, na gut, ist jetzt ein bisschen weniger, aber ich bin immer noch mehr als sehr gut zufrieden. Und das ist, glaube ich, immer so ein Punkt, man muss so das, sagen wir, die Vogelperspektive oder das Ganze auch über längere Zeit beobachten und dann einfach sehen, ja, nur weil der Kurs mal irgendwie $200 nach unten gegangen ist, das ist jetzt keine Korrektur gewesen. Ne? Mhm. Insofern sind wir da, was die Korrektur angeht, noch absolut im vollgrünen Bereich. Das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man, nur weil der Kurs mal 1 Euro runtergeht, dann gleich nicht hektisch hinschmeißt. Ja, ja, ganz genau. Ja. Also ich habe 2009 habe ich auch gesagt, ja, wenn der Bitcoin mal 4-5 Euro wert ist, dann ist es ja schon mal. Ja, und wir sehen heute, wo er ist. Es gibt Analysten. Ich habe es gestern mit dem Stefan drüber gehabt bei unserem Backstage-Talk. Es gibt Analysten, die sagen 100.000 Euro werden wir sehen. Es gibt Analysten, die sagen, wir werden 500.000 oder sogar 1 Million sehen. Die Zukunft wird es bringen. Ich meine, je mehr Medien oder je mehr darüber berichtet wird, je mehr Menschen da investieren, je mehr Möglichkeiten es natürlich halt auch gibt. Ich meine, das ist ja gerade im Gaming-Bereich, denke ich, wird es wahnsinnig viel geben, was auf Coins oder Token basiert. Nicht zuletzt Nike, was war es, letzte Samsung, wo eine virtuelle, was bei Decentraland, wo Nee, The Sandbox. Irgendwo hat Samsung, ja, Decentraland war es, hat Samsung eine virtuelle Niederlassung eröffnet, wo man praktisch mit Mana-Coin Produkte kaufen kann, wo man Konzerte anschauen kann. Und es sind natürlich, wenn man mal schaut, wie viele Leute im Gaming-Bereich Millionen, Milliarden verdienen oder Unternehmen da verdienen, glaube ich schon, dass das zum Beispiel auch ein Bereich ist, wo das Ganze die nächsten Jahre drastisch vorantreiben wird. Mhm. Ja, also definitiv. Selma, die Einsatzmöglichkeiten werden einfach steigen. Genau, und damit halt auch der Wert des einzelnen Coins. So ist natürlich halt auch mit im Forex-Bereich, je nachdem, was halt möglich ist, sind halt auch die Währungen ein bisschen mehr wert oder eben ein bisschen weniger. Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil die meisten können Preis und Wert nicht unterscheiden. Die meisten Menschen. Mhm. So, wenn ich suche ja immer nach Wertanker erstmal, wenn ich ein Trading mache. Und bei vielen Leuten fehlt das Gefühl, bei den Kryptos, wo ist denn eigentlich der Wert? Also wo ist der Wert eines Bitcoins? Und wenn natürlich dann die Preise schwanken, dann werden die Leute irre im Kopf, weil sie sehen nur diese Preise laufen, aber die können es mit keinem Wert vergleichen. Also ist das jetzt gerade günstig oder ist es teurer? Und deswegen steigen so schnell wieder die Leute aus, weil die dann vom Preis getrieben werden psychologisch. Ja, also das ist, glaube ich, auch wichtig, diese Wertfunktion die nächsten Jahre mehr zu kommunizieren,
Metriken zu schaffen, wie aus dem Aktienbereich, was denn eine Bewertung eines Coins ausmacht. Ja? Weil beim Aktienmarkt haben eben viele einen Wert im Kopf. Was ist vielleicht etwas wert? Und das fehlt momentan noch häufig in diesem Kryptobereich. Das ist auch zum Beispiel, ich habe seit 2017 Vorträge gemacht im Kryptobereich. Und die hauptsächliche Frage, die immer kam, war, der Preis ist doch schon viel zu hoch. Das ist immer, die ganzen Jahre hat sich durchgezogen bei den Vorträgen. Immer wieder kamen die Leute nach auf mich zu, aber der Preis ist doch schon viel zu hoch. Das war bei unter 1.000 Dollar, bei über 1.000 Dollar, bei 5.000 Dollar, bei 10.000 Dollar, immer das Gleiche. Ja? Das heißt, der Wert fehlt, der Wertmaßstab. Was ja auch noch reinspielt, sind ja auch Kreditinstitute, die letztendlich, oder auch Firmen, die sagen, wir akzeptieren jetzt den Bitcoin als Währung, also dass man bei uns das Auto oder die Dienstleistung in Bitcoin bezahlen kann. Das ist natürlich eine Sache, die einmal, was du sagst, dann kann ich da einen klaren Wert ablesen. Wenn ich weiß, das Auto hat dann umgerechnet in Euro den und den Wert, sind so und so viel Bitcoin, dann kann ich das ein bisschen besser einschätzen. Ne? Und natürlich, dass Zahlungsdienstleister einfach sagen, das ist jetzt nicht mehr so was Komisches, dieser Bitcoin, so ein komisches Ding da für die Unterwelt, sondern wir akzeptieren das jetzt als Zahlungsmittel. Und das ist natürlich eine Sache, die Vertrauen. Ne, du hast ja vorhin gesagt, man muss mit dem Thema, also es geht ja letztendlich um Vertrauen. Und Vertrauen wird ja dann gestärkt, wenn man sagt, mehrere Leute akzeptieren das oder halten sich da an die Spielregeln. Ja. Ganz genau. Du siehst ja, Mastercard, Visa, PayPal, die haben voll diese Infrastruktur im letzten Jahr aufgebaut für dieses Thema. Also die vernachlässigen lieber die alte Zahlungsinfrastruktur und bauen lieber mit ihrem Geld in einer neuen Infrastruktur, weil die wissen, das wird das andere überrollen. Denn du wirst eben dann zukünftig, weil momentan musst du, wenn du eine Kreditkarte hast, hauptsächlich von deinem Girokonto bezahlen, das du zum Beispiel in Euro führst. Aber warum? Warum kannst du nicht zulasten deines Aktiendepots bezahlen? Zum Beispiel, dass automatisch deine Apple-Aktie verkauft wird oder ein Teil deines Fonds, aber der Verkauf dann nicht x Euro kostet, sondern zu einem Centwert oder Mini-Centwert abgerechnet wird. Ja? Und das ist ja, was diese neue Finanzinfrastruktur bietet, auch was dann PayPal, Visa, Mastercard integrieren wird, dass du ja diese verschiedenen Coins, die ja, wie gesagt, eigentlich Aktienkonzepte sind, dass du dann deinen Einkauf zu Lasten deines Vermögens machst und nicht deiner Geldbestände, die ja diese großen Abwertungen unterliegen. Ja? Und das ist, was eben meiner Meinung nach auch für die Zukunft nochmal viel mehr Wert stiftet für die Menschen. Also eine ganz andere Verfügbarkeit des Vermögens. Ja, gibt es ja schon, dass man bei verschiedenen Trading-Plattformen für Coins, dass du da dir eine Kreditkarte holst, wo dann dementsprechend das da abgegolten wird. Ja. Genau. So, Stefan, noch Fragen? Tausende, aber das war, hier bei Twitch schreibt jemand, vielen Dank für die wertvollen Infos. Das geht mal in erster Linie an dich, lieber Jürgen. Danke. Ich habe selber sehr viel gelernt. Ich fand es sehr spannend. Können bestimmt jetzt noch stundenlang weiterquatschen, aber der Sonntag soll ja vielleicht auch noch ein bisschen der Ruhe dienen und der Vorbereitung auf die neuen Trades morgen. Hab ganz herzlichen Dank, dass du heute beim Sunday Brunch mit Markus und mir Gast warst. Und ja, herzlichen Dank auch an euch, dass ich mit dabei sein konnte und dass ich hier eben mit euren Lesern auch hier den Mehrwert bieten kann und die auch die Informationen geben kann, weil es gibt viele spannende Themen da draußen, die man eben für sich nutzen kann. Man ist nicht Opfer der normalen Finanzindustrie, sondern man kann eben seinen Geldwert, seine Geldthemen selbst gestalten und das werden die Gewinner in dem Jahrzehnt sein. Genau. Also, und ich bedanke mich auch nochmal bei dir, lieber Jürgen, für deine Zeit am heutigen Sonntag. Wenn ihr mehr lesen wollt vom Jürgen, wir haben im E-Magazin, im ersten E-Magazin, das kriegt ihr, wenn ihr euch eine Newsletter eintragt, wird es versendet mit das erste und das zweite Magazin. Die anderen werden dann sukzessiv eingebaut. Online gibt es auch einen Beitrag, den werden wir auch noch irgendwo unten verlinken. Das Buch werden wir verlinken und den Kurs werden wir verlinken. Und ich wünsche euch da draußen alles Gute. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns nächste Woche.
Am Dienstagabend ist Stefan wieder mit TechTool dran. Da gibt es einen mega coolen Livestream. Dann Samstag Backstage mit Stefan und Markus. Und am Sonntag wieder ein Sunday Brunch. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.